Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. So, ich muss jetzt noch geschwind hier meine Falle fertig machen. Die ist hinten noch ein bisschen offen. Die muss ich noch ein bisschen zumachen, damit die auch wirklich für die nächste Schlacht, Blutmondschlacht hier bereit ist. Ja. Du weißt schon, dass geschwind ein dehnbarer Begriff bei den Schwaben ist, ne? Geschwind kann über mehrere Stunden gehen oder mehreren Tagen oder Wochen. Das ist wie mit den Spielen, die sagen Early Access. So. Ja. Und werden nie fertig. So ist es. Das ist hier jetzt gerade aber ein schlechtes Beispiel. Ach so. Okay. Man munkelt. Sie arbeiten heute noch. Wie war das? Half-Life 3 kommt nächste Woche raus. Was? Half-Life 3 ist, glaube ich, schon seit fast 20 Jahren angekündigt. Echt? Und wenn sie nicht gestorben sind? Aber es ist so wahrscheinlich. Was Neues. Aber es ist so ein Xbox-Spiel. Gehen wir noch weiter. So ein Xbox-Spiel, oder? Nee. Half-Life. Half-Life war doch immer Xbox. Ist fast geschafft. Xbox ist Microsoft-Basis. Oh, sorry, ja, Xbox. Aber egal. Puste, Flummelkuchen. So, Wurzel, ja. Beim nächsten Mal ernten, bleibt Kartoffeln und Pilze das erste Mal übrig. Beim nächsten gut. Mal ernten. Das ist gut. Nein, echt? Mhm. Gibt's da Fressi? Nicht für dich. Dann sollten wir ganz gut hinkommen. Okay. Muss ich nicht mehr so hungern. Wimpi Schlimpi, warum hackst du eigentlich noch Holz? Aber hungern muss jetzt auch niemand. Ich hacke Holz für Honig. So, da kommt Honig raus. Bei mir ja. Ja, stimmt, weil du es geskillt hast, ne? Nein, ich habe ein Buch gelesen. Deswegen empfehlen wir dir ja auch, Bücher zu lesen. Das kommt mir bekannt vor. Dumm Körper, Schatzi. Warte mal, hier sind ganz viele Bücher drin, die bei mir noch alle ungelesen stehen. Aber soll ich die alle lesen? Es gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Die Frage ist jetzt allerdings, sind es viele Punkte und lohnt sich das, dass du die alle liest? Die Frage ist eher... Der lohnt sich. Oh, der lohnt sich auch. So schnell kriegt man ihn zum Bücherlesen. Ah, guck mal, der lohnt sich auch. Oh, das ist auch gut. Alter, die sind ja alle recht gut. Ja, das ist ja nicht so, als hätten wir dir wochenlang gesagt, du sollst was lesen. Hanoi? Hat einer Schlagmann Band 6 gelesen und kann einen Stahlknüppel herstellen? Hier ist irgendwo was. Sekunde. Kenn ich schon. Da ist schon wieder eine. Schreierin. Da ist nicht bloß eine. Da hinten. Toll, da ist schon. Nach Knüppel kommen. Melle, unten im Gartencenter ist so ein Ding offen. Oh, super. Bin auf dem Dach. Moment, ich komm. Da. Ja. Oh, mach die Blitz. Wo ist so ein Ding offen? Also ich hab's immer noch nicht drauf mit dem Abschätzen der Distanz. Deswegen habe ich eine Schrotflinte. Die beste Distanz, die man haben kann. Dass ich kuschel lieber mit denen. Ach, du meinst dieses, das Teil hier, was? Da ist ein Gitter, ist kaputt. Ja, das ist auf Kopfhöhe, ne? Ja. Da warten wir noch, bis das untere auch fehlt. Okay. So, wegen Kopfhöhe, ich habe rausgefunden, wenn wir was upgraden, dann immer am besten der zweite Ebene, also nicht auf der Fußebene, sondern auf Kopfhöhe anfangen. Dann drunter und dann erst drüber was upgraden. Das spart Material, beziehungsweise ist am sinnvollsten, anstatt alles sofort abzugraden. Okay.
Weil die Zombies greifen nur auf Armhöhe an eigentlich. Wobei, da gibt es doch so einen Krabbler. Ich höre doch. Ja, da gibt's. Ja, aber diese Kriecher sind nicht so häufig. Ich muss sowieso vor die Haustür. Da geht's gerade ab. Ja, da ist noch einer irgendwo, ne? Guten Tag. Ich komme mal mit. Eigentlich hätten wir noch geschlossen. Oh, da kommt eine Schreierin. Guten Morgen, Ding Dong. Heute schon Kopfweh gehabt? Nee, aber jetzt. Nee, jetzt hat er keinen Kopfweh mehr. Der hat jetzt gar keine Schmerzen mehr, der Arme. Irgendwie kannst du, wenn du Zeit hast, bisschen Blei besorgen für Munition Nein. noch? Nein. Für dich aber ich nicht. Ich hatte Blei in die Rohkiste reingepackt. Ja, aber Imp weiß ich mittlerweile. Nicht, ja, ich... Nein. Er kennt meine Menge. Nein. Oh, da ist ein Blei. Nein. Ja. Ich hab dich auch. Okay, weil du es bist. Ja, ich hab dich auch lieb. Wurzel, ich bring dir wieder Mais mit. Vor allem. Das ist gut. Weißt du, was geil ist? Der Wurzel sagt, er hat Blei da reingelegt. Das ist ein Blei, ein Stück. Ach, war es bloß eins? Das war nur einer. Er kennt okay, die Mengen dann, nicht. Nee, dann tut's mir leid. Nee, ich kenne seine Mengen sehr wohl, aber ich weiß nur, dass ich Blei reingeschmissen habe. Ich weiß aber nicht, wie viel das war. Kleinvieh macht auch Mist, Schatz. Genau. Natürlich. Und wer den Penny nicht ehrt, ist die Mark nicht wert, hat's damals immer geheißen. Sei doch mal ein bisschen dankbarer. Eben. Ich bin immer dankbar. Wir hatten doch nie Pennies, wir hatten Pfennig. Ja, von mir aus auch das. Wer den Cent nicht ehrt, ist das Spiel komplett wert. Was? Hä? Ja. Was kannst du? Ganz ehrlich, ich habe genug von dir. Jetzt noch. Was willst du? Nee, was war das? Du hast doch ein Buch geschrieben, oder? Ich müsste erst in die Datei reingucken. Ich weiß es aus dem Kopf, weiß ich das auch nicht mehr. Katze in der Kuh. Ist mir in die Füße gerutscht. Ist mir in die Füße gerutscht, genau, das bleibt hängen. Das ist ein Evergreen. Ja, das glaube ich auch. Das ist doch nicht mehr los. Voll über meinen Kopf. Ja, Schatzi, und Reimen. Ja. Sprüche. Kennst du den Film Der blutige Pfad Gottes? Nee. Okay, alles klar. Muss man den kennen? Ja, sag ich die schlecht. Also muss man nicht kennen, auf keinen Fall, aber ist nicht schlecht. Ich bin ohne groß geworden. Also. Jedenfalls gibt es da den Barkeeper und der bringt immer die Sprichwörter durcheinander. Also der fängt mit der Hälfte an. Ja. Und dann du hast ja bei so einem Sprichwort hast du ja zwei Teile. Ne? Du führst ja ein, sag ich mal. Also, ja. Wurzel hat Einführung gesagt. also du führst ja ein und dann. Oh, trink deinen Tee. Trink deinen Tee. Halt die Klappe und trink deinen Tee. Und dann kommst du ja zur Pointe. Und der Barkeeper in diesem Film vertauscht das immer. Also der nimmt den Anfang des einen Sprichworts und beendet es mit dem anderen. Anderen. Ja, das könnte mein und, Bett sein. Genau. Ganz genau. Ich krieg da jetzt aber auch gerade kein Beispiel zusammen. Ich auch. Vielleicht fällt mir jetzt ein. Schatzi, hast du mal in einem Film mitgespielt? Wir wissen nichts davon. Nicht wissentlich. Also sonst wäre ich ja schon Millionär, oder nicht? Naja, wenn du schlechte Filme machst, musst du da auch... Ja, würde ich gerade sagen, das ist nicht zwangsläufig so. Es gibt da auch schon andere Stars, die nicht viel zustande gebracht haben. Holt mich hier raus, ich bin ein Star. Warte, was? Du hast da mitgemacht? Das war die Mimimi, die da immer mitgemacht hat. Wo fährst sofort du mit deinem Tuk-Tuk? Ich gehe wieder. Ja, ich soll doch Blei besorgen. Ach so, mit dem Tuk-Tuk. Ja, mit dem Tuk-Tuk. Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk.
das Stein. So, ich muss mir aber deine neue, also morgen, wenn es wieder hell wird, erstmal deine neue Falle angucken. Oh ja, die ist sehr, sehr schick. Also ich bin sehr vertraut machen damit. Ich wette, wir gehen drauf. Ich bin eigentlich stolz auf das Ding, aber okay. Ich habe so die Befürchtnis. Befürchtnis? Befürchtung. Aber Befürchtnis ist ein viel... Das ist angsteinflößender. Da ist man viel mehr befürchtet, wenn man die Befürchtnis hat. Der hat es so groß gebaut, dass ich mit dem Reparieren wahrscheinlich nicht hinterherkomme. Oder erst am nächsten Morgen. Ja, irgendwie werden wir es schon... Ach so, hier. Ja, am nächsten Tag schnappen wir alle unsere Schlafsäcke. Wir ziehen um. Ach, schon wieder? Wohin? In die Falle mit dem Schlafsack. Ja. Falls wir sterben, dass wir nicht zu Hause aufwachen, weil ich habe keinen Bock, unsere Base zu verlieren an die Arschgeigen. Ach so, wir sollen dann die Schlafsäcke in die Falle legen. Richtig. Und dann, ja, dann machen wir in der Falle auf. Ja, ganz weit hinten. Und dann baue ich da noch eine Kiste, wo zumindest mal Waffen gelagert werden können, wenn man dann wirklich stirbt. Aber besser als in der Base. Kannst du 5-mal sterben, du wachst halt immer wieder in der Zombie-Horde auf. Du kannst ja auch in der Nähe noch die Schlafsäcke zerstören? Ich habe keine Ahnung. Machen uns das kaputt. Weiß ich nicht. Du kannst ja aber auch auswählen, dass du nicht am Schlafsack aufwachst, sondern daneben. Gut, ich könnte ja auch auswählen, erst gar nicht reinzukommen, wenn ich einmal gestorben bin. Ich warte dann einfach, bis ihr fertig seid. Ach so, machst du das. Ja. Nach mir die Sintflut. Ja, so ungefähr, ne? Okay, ich brauche mal Steine. Schnell Stein. Schnelles. Darf ja meine Steinmine nicht mehr benutzen. Nö. Das ist jetzt das Verhörkreuz. 2 Stühle stehen schon. Das Verhörkreuz? Ja, da fehlt noch die Lampe dann auf der einen Seite. Ja. Also irgendwie habe ich meine Bleiquelle verlegt. Oh. Ich finde sie gerade nicht. Oh. Okay. Krankenhaus im Innenhof. 3 Stück. Nein, nein, das sind ja keine Blei. Ist mehr als Wurzel reingelegt hat. Das war aus Versehen. Jetzt habe ich mich da nicht drauf fest. Jetzt habe ich sie, ich habe sie. Was? Ich könnte 1500 Betonmischung machen. Ja. Mache ich aber nicht, das Zement wieder leer. Ich mache hier auch noch Zement besorgen. Menschenskinder. Ja, du wolltest Butler werden. Jetzt ich wusste ja nicht, dass ich da die ganze Zeit nur vor dich für dich hin und her renne. Ich glaube, bei den nächsten Spielen wirst du nie wieder Butler. Das weiß ich jetzt schon. Ich schlage jetzt aus Protest auf dieses Blei ein. Ja. Vor allem, weißt du, ist er dann von der Größe her ist er ja größer als wir, ne? Und er muss da in die Minen runter. Und ich bin auch noch alt. Was? Jetzt sind wir alle. Ja, aber guck dir doch mal meinen Charakter an. Ich habe schon Glatze. Das ist Tarnung. Ach so. Also mit Make-up kann man sich ja jünger und älter machen, also bitte. Du meinst, mein Sixpack ist nur aufgemalt? Ja. Ja. Oh, ihr seid ja nett. Eindeutig verloren. Ja, du hättest die Waden von nehmen müssen. Da hätte ich dir geglaubt. Meine Waden? Ja. Warum meine Waden? Na, wo du hier warst, hast du doch so stramme Waden gehabt. Ja, ja gut, die habe ich immer noch. Ja, siehst du? Ja, das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Na und? Hättest du ja die Waden einstellen müssen. Statt dem Sixpack. Ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich das hochrutschen lassen. Mir sind meine Waden egal. Ich kann, weißt du, du hast noch nie jemanden angeguckt und gesagt... Ey, guck dir den mal an, der hat voll die fetten Waden, der sollte mal Sport machen. Aber wenn ich dann hier so einen Bauch raushängen lasse, dann ist sofort, hey, solltest mal ein bisschen Sport machen, oder? Also wenn ich die Wahl habe, dann hätte ich lieber weniger Bauch, mehr Waden. Nee, andersrum, verdammt. Weniger Bauch und, ja doch, mehr Wade. Ja doch, das war schon richtig. Ja, das war richtig, das war richtig. So ein Mist.
Also meine Bleimine war schon wieder erschöpft. Oh, die Nacht fängt an. Das ist ja schön, ich mach einfach die Klappe hier hoch, dann bin ich sicher. Das ist Nachtruhe, bitte still sein, ja. Psst. Psst. Schlaf lieber in die Schlafruhe ein. Du weißt, dass ich am Steuer bin. Achso. Nee, ich dachte, du wärst schon angekommen. Das war ein Angriff auf mein Leben. Ah, oh, Superman, so. Ist es auch fertig. Achso, wir brauchen ja auch ein bisschen Licht hier drin, ne? Ja, wäre ganz gut. Schlecht. Ah nee, wir haben ja unsere Bergbauhelme. Ja. Ja, Licht ist jetzt relativ gesehen. Ich meine, einmal mit der Fackel auf diese Zombies drauf und dann haben wir ja Licht genug. Hier ist ein Strandhaus. Nee, halt. Also heute irgendwo ein Wolf. La 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 la. Wo ist denn der schon wieder? Zack. Okay, dann da, dann. Ah ja, ich finde echt keinen Blei mehr. Echt nicht? Ich weiß auch die Mine nicht, war leer. Weiß auch nicht mehr genau, in welchem Biom man Blei eigentlich sucht. Gut, Blei hat es, glaube ich, in allen. Das ist nicht das Problem. Ja, also ich meine jetzt, weißt du, wie Bruchsand? Ja, wo man es mehr findet. Ja. Ich hatte bisher auch nie ein Problem, Blei zu finden, aber ich habe es halt nie gebraucht. Mhm. Ah. Aha. Ich fahre hier immer wieder an Eisen und Kohle und so Zeug vorbei und an Steinen, aber nicht an Blei. Halt. Ja, ist jetzt auch nicht so tragisch wichtig. Na komm schon. Gut, aber ich markiere mir das ja dann immer gleich auf meiner Karte. Mhm. Als Bleimine und so Zeug. Wobei, warte mal, wenn ich. War nicht in meiner Kohlemine auch ein bisschen Blei drin? Weiß ich nicht. Warte mal, muss ich mal gucken. War doch irgendwas. Irgendwas kitzelt an meinem Unterbewusstsein. Es kitzelt? Kille, 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 kille. Ich hab wieder Mais jetzt nicht so. Für dich. Das ist gut. Gleich rein. Ah, oh. Mensch, da wird man mit dem Bauen hier auch mal schlimm. Hey, die erste Kaffeepflanze ist fertig. Cool. Cool. Okay. Aber du musst es jetzt selber, du musst es jetzt irgendwie selber verarbeiten, oder wie? Nö, ich brauche nur den Kaffee, den fertigen. Das Getränk. Kaffee. Mehr brauche ich nicht. Wozu brauchst du den denn? Damit kriege ich 20% mehr Material. Beim Abbauen. Die Kaffee. Dann brauchst du den Kaffee, also den Getränk, den das getrunkenen? Getränk. Ja, das Getränk. Zum Trinken. Ja. Aber ich kann den selber irgendwie potenter machen. Warte mal. Ich muss mal gucken, was ich gelesen habe. Ich habe hier irgendwo so ein Buch gelesen, nämlich.
Was? Du hast was gelesen? Der liest mehr als du. Von diesem 2 Jahrhunderte alten Kaffeerezept lernst du Kumpelmelasse zu kochen. Einen extrem starken und lange wirkenden Kaffee, der dich wärmer als der Arsch eines Brunnengräbers halten wird. Du kannst Melasse fertigen, einen extrem starken Kaffee. Also brauchst du den Kaffee, also nicht den gekochten, sondern du brauchst den normalen. Ja, wahrscheinlich die Bohnen dann. Ja. Dann lasse ich dir die drin. Ja, da muss jetzt. Das kann man so. Ist auch Kohle. Habe ich mich doch vertan. Ja, aber irgendwo hatte ich doch Blei mit drin. Ist jemand an der Tür? Nee. Ich nicht. Ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Wurzler ist irgendwo Hund. Ich weiß bloß nicht wo. Du hast uns mit dem Hundgeräusch verwechselt? Also jetzt, ich frage jetzt nicht irgendwie. Deswegen frage ich, ist jemand draußen, aber da habe ich einen Hund gehört. Oder Wolf oder was auch immer. Ich muss das ja lauter machen. Aber es ist ja dunkel, ich gehe nicht raus. Okay, dann bleiben wir drin und warten, bis sie reinkommen. Ich habe keine Lampe. Ja, Schatzi, er hat keine Lampe. Ja, ich habe noch keine Mod bekommen. Von wem kriegst du den? Ja, du. Was? Ach so, hallo. Au, 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 au. So, jetzt brauche ich ja Stahl. Das ist ja das Problem. Ich habe den Hund tot. Ein Stück. Ha. Der Schatten ja schon gehört. Und das gibt Fleisch. Oh, eine Schreierin haben wir auch. Moment, Madame. Okay. Ai, ai. Die draußen irgendwo? Ja, noch schon. Okay. Guck ich mal, wo die ist, die junge Dame. Ich denke links herum, so wie es sie angehört hat. Ja, rechts war ich jetzt. Hi. Voll das Bein wegzerfetzt. Endlich habe ich Blei gefunden. Ich bin's nur. Ich habe Licht an. Oh. Na, ging dir ein Lichtlein auf? Okay, die Schreierin ist weg. Habe sie dir gegönnt. Ja, aber ihre Genossenschaften kommen ja bald dann. Nee, die hat nicht geschrieben. Ach so. Die hatte keine Zeit zum Schreien. Die hat nur so getan. So. Fleischfuhre kommt. Ich leg das mal alles hier in die Mitte rein. Tierfett, wo kommt das nochmal hin? Ich leg das immer in diese verstärkte Truhe in der Küche. So, also zum Wurzel. Okay. So, Knochen haben wir auch schon mehr als genug hier. Da ist ein bisschen Schießpulver. Oh, jetzt könnte ich ja auch meckern. Ja? Ich hab noch Tierfett. Und was bringt da? Eins. Du bestellst aber auch keine 1000. Doch. Im Prinzip macht er das jetzt. Ja, das könnte er machen, ja. Wurzel, dann können wir ganz viele Fackeln herstellen. Momentan ist es das Einzige, was ich weiß. Ja, was machst du eigentlich immer mit dem Fett? Also eine ganz dumme Frage. Noch gar nichts. Ach so. Aber kommt noch. Was kann man daraus machen dann? Irgendein Gericht. Ich hab's aber nicht im Kopf, welches. Das ist die Fettaugen. Aber dafür fehlt uns noch das Gemüsegelump. Aber grünes Essen mag ich nicht. Gemüsegelump. Gumbo-Eintopf? Ja, genau. Zum Beispiel Gumbo-Eintopf. Da brauche ich. Aber hast du doch mal einen gemacht, der haut dich doch gleich voll. Ja. Oder auch Kürbiskäsekuchen. Kürbiskuchen. Geil. Kürbiskuchen. Wie sieht das eigentlich bei euch mit der Donnerbüchse Spaghetti. Eigentlich aus? Was? Mit der Donnerbüchsenmunition, wie sieht das da bei euch eigentlich aus? Habe ich noch 20 Schuss. Ah, hier liegen noch 150 drin. Ach, da liegen ja auch noch mega viel
Schrotflintenmunition drin. Ach du grüne Neune, okay. Ja, aber du musst unterscheiden zwischen dem Schrot und der Donnerbüchsenmunition. Ja, ja, Schrotflinten, das ist meine und die Donnerbüchse ist deine. Und Wurzel hat ja auch meine Schrotflintenmunition. Genau. Aber ich habe noch 35 genug Tash. Also, ja, ich hätte mach mal das nächste Mal, wenn du hier langläufst, mal ein 150er Pack drauf. Ja, ich wollte nicht so viel nehmen. Ich bin ja nicht so gierig. Deswegen hatte ich mir 35 rausgenommen und dachte mir, okay. Bin bescheiden. Also ja, ich habe 150 Schrotflinte und 309 mm. Und wir haben noch jede Menge in der Munitionskiste. Deswegen bist du so schießwütig, weil du einfach alles hast. Ja, so, aber ja, wir haben es ja. Jetzt mal so schnell, Schnitte. Aber eine Munitionskiste ist ja. Die Schrotflinte nehme ich ja eh nur, wenn es eng wird. Ach so. Ja, bei mir wird es immer eng. Ja, bei dir, die schießt ja auch, wenn nichts ist. Die Geier. Oh. Sag mal, Schatzele. Mal. Willst du eigentlich wirklich die ganze Zeit auf dem Knüppel bleiben oder möchtest du auch immer eine Waffe haben? Ich kann den Vorschlaghammer empfehlen, der ist super. Ich bin mal Flatsch. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß, die meisten sagen, irgendwann brauchst du eine Waffe. Und mit dem Knüppel kommst du nicht mehr weit, vor allem wenn die spuckenden Viecher kommen. Ba. Ja, irgendwann muss nur dran vorbeilaufen. Aber wenn es soweit ist, dann zeige ich dir mal was Gutes. Also wenn, dann muss ich wahrscheinlich so einen Trick anwenden, wie der eine letztens bei TikTok. Weißt du, der hat da so einen Bepper dran gemacht. Der hat in die Wand geschossen, ne? Ja. Hat sich einen Bepper dran gemacht, dass er weiß, wie sein Lauf von der Pistole ist. Und dann ist er losgegangen und hat die Leute abgeknallt. Und der hat tatsächlich immer getroffen, weil er immer einfach nur die Leute unter dem Bepper verstecken musste. Er wusste immer, wo seine Ding hinschießt. Kapiert? Nö. Gut. Wenn ich das Video finde, schicke ich es dir zu. Super. Ich habe echt nicht... Also ja, ich hab's total kapiert. Du hast auch das Video gesehen. Oh, Imp, eine Neuigkeit. Ja. Ein Ölschiefer, ein Benzin. Das haut mich jetzt nicht so wirklich vom Hocker, das ist nicht so viel. Also in 100 Minuten sind es... Ach nee. Oh nee, warte mal. In 100 Minuten sind 60.000 Benzinkanister fertig. Das klingt schon besser. Boah, da kommt ja jede Menge raus. Hallo? Boah. Alter Verfalter. Guck mal, mit dem Auto los. Rechne nochmal nach, ob die Zahlen noch stimmen. Ja, ja, das ist anscheinend immer so ein 10er-Stack. Ein Ölschiefer, 10 Benzinkanister oder so. Geilo. Das klingt schon besser. Da mache ich mit. Ja, da mache ich auch mit. Da kriegst du auch meine Stimme. Ja. Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht so oft zu dir rennen und sagen, komm, bring mir mal 10.000 Ölschiefer oder so. Nö. Sag das nicht so laut. Oh. Wer weiß, was kommt. Nee, wenn der Erdbohrer irgendwann mal da ist, den kriegt Imp, weil er ist der Butler. Also braucht er das Benzin, nicht ich. Ich brauche nachher nur das Benzin, wenn ich dann das Auto habe oder Motorrad. Ja gut, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Erdbohrer, weil ich verbrauche eh fast keine Ausdauer. Und ja, aber macht der das dann nicht von Sprit? Ja, aber der macht das ja dann von alleine. Was? Sprich, du brauchst ja dann bloß noch die Biome abklappern. Und dann einfach dann drüber. Holst du aus dem Bohrer raus, was da drin hat. Ach so, den stelle ich auf. Ich dachte, du meinst jetzt diesen Auger oder was auch immer, wie das Ding heißt. Wir hatten eigentlich das Ding, einen Holzrahmenblock gesetzt. Eigentlich das Ding, was du in der Hand hältst. Also einen anderen kenne ich auch nicht. Das war ich. Ich wusste nicht, wohin damit. Tut mir leid. Also ich kenne jetzt nur den Spiralbohrer, den man in der Hand hält. Während ja. Den ja, aber es gibt ja bestimmt so einen Bohrer, den du halt laufen lässt, wo du Sprit reinpackst und der läuft dann. Und dann fährst du bloß hin. Das vermute ich, ja. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Aber ich gehe davon aus. Nee, also der Erdbohrer ist eigentlich so, du nimmst ihn in die Hand und dann gehst du einfach buddeln. Der dreht sich dann so. 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 Genau. Aber du hältst ihn ja trotzdem in der Hand. Aber ich dachte, das wäre so ein stationäres Ding. Das wäre schön, ja.
Aber wie bei Subsistence? Ja. Den, das würde ich unterstützen. Ja, genau so. Genau in der Art, ja. Dachte ich. Ich habe auch mal was gewusst. Du weißt sehr oft was. Ja, ist eher Glückssache. Frag mal meinen Mann, der dann tagelang überlegt, was hier kaputt sein könnte an technischen Geräten. Und dann komme ich mit einer wahnwitzigen Idee und dann war es das auch noch. Das ist dann ja nicht Wahnsinn. Wahnwitzig, das ist ein gut informierter Rater. Nee, ich habe keine Ahnung. Die meiste Zeit weiß ich gar nicht, was ich mache. So fühle ich mich immer. Und, was tun Sie in Ihrer Arbeit? Keine Ahnung, ich komme halt jeden Tag her. Ja. Und Leute fragen mich manchmal um Hilfe, so, kannst du mir das machen? Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Aber ich mache es trotzdem gern. Oder sie stellen dir eine Frage und du gibst irgendeine Antwort und denkst dann, okay, passt. Ja, und dann gehen sie weg und 5 Minuten später denkst du so, habe ich das Richtige gesagt? Ja. Kenne ich. Ja. Aber das Geile ist ja, in meinem Beruf, ich verstehe meine Klienten ja kaum. Meinen Kleinen. Geht mir auch so, das liegt an den Akzenten. Ja, nee, eigentlich an den Sprachfehlern. Also, es gibt so manche Kinder, die könnten mir einen Ferrari verkaufen. Ich würde ja sagen, weil ich es nicht verstehe. Ja, ding, ding, dong, dong, dong. Es ist vorbei für heute. Die kleine Folge. Kündigen. Kannst du es versuchen? Denn also dann. Dann würde Imp das sagen. Ding, ding, dong, dong, dong. Es ist vorbei. Ich habe es tatsächlich gerade nicht mehr bemerkt. Nee, ich habe es aber auch gerade erst gesehen. Also, wir sagen danke, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao, ciao.